Liebe Richterin, liebe Richter des hohen, ehrwürdigen Plattengerichts, ich bin's wieder, euer Plattenanwalt Simon, hier mit der ersten Folge des Jahres 2023 zum Thema 666 Platten aus der Hölle. Die erste Folge zum Thema harten Heavy auf Vinyl. Ich habe mir richtig was vorgenommen heute. 16 Platten oder 16 Einheiten, sagen wir mal so, habe ich hier heute zur Besprechung dabei, rund um das Thema Hard and Heavy. Habe auch mit Erschrecken festgestellt, ist schon fast 3 Monate her, dass die letzte Sendung zu diesem Thema hier auf meinem Kanal lief. Und nochmal ganz kurz vielleicht zu dieser ganzen Vinyl-Veröffentlichungszeit folgendes. Hat auch mit Jahrespoll zu tun. Was sind jetzt irgendwie Lieblingsalben des Jahres 22? Das verschiebt sich ja teilweise total, weil eine digitale Veröffentlichung vielleicht schon 21 rauskam, 22 kam erst das Vinyl oder noch besser 22 das Vinyl, die digitale Version und bis heute noch nicht die Platte da. Beispiel Lord Vigo. Letztes Studioalbum, ziemlich gut, freue mich schon. Ist jetzt vorbestellt bei Napalm, gibt es die. Und morgen Konzert in Bielefeld, spielen sie zusammen mit Savage Master, freue ich mich. Vielleicht gibt es die da ja auch schon am Stand, mal sehen. Oder was anderes. Jedenfalls, das verschiebt sich ja total. Und was soll jetzt hier? Jahr 22 Lieblingsalben. Ich kann zwei nennen, die auch erschienen sind seinerzeit. Das ist einmal das letzte Album von Wukan, kommen wir gleich auch nochmal zu einer neuen Veröffentlichung von denen. Ja, und die letzte von Slime, das ist einfach so, was mir spontan einfällt, was ich letztes Jahr viel gehört habe auf Vinyl. Die sind hier schon besprochen worden, die beiden Platten. Dann, wenn ihr da nochmal schauen wollt, findet ihr einfach weiter unten im Kanal zur Rubrik 666 Platten aus der Hölle. Zwei meiner Lieblingsplatten. Die Wukan und die Slime. Ja, Platten. Ne? Aus zuverlässiger Quelle habe ich auch jetzt gehört, Universal will die Preise für Vinyl und auch CDs stark anziehen. Ab Februar soll das wohl entschieden werden und dann kosten einfache Klassiker, was habe ich noch gehört, irgendwie eine Dire Straits oder so, die wird dann einfach schon an der oberen Grenze, als einfach Vinyl, der oberen Grenze von 30, also 38, 39 Euro liegen demnächst. Also stellt euch drauf ein, Platten werden noch weiter zu einem Luxus- und wahrscheinlich auch Lifestyle-Produkt in einer Richtung. Ne? Aber auch CDs seien wohl betroffen, also auch CDs werden jetzt wohl nicht mehr so als Ramschware demnächst verfügbar sein. Ne? Kennt ihr noch 5 Euro Grabbeltisch bei Saturn oder so? Auch das immer weniger. Es wird einfach nicht mehr so viel produziert und auch neue Veröffentlichungen nicht mehr so viel nachgelegt, sondern von vornherein eher limitiert und dann was raus ist, ist raus, wird nicht mehr nachgedruckt. Also auch wohl CD-Käufer werden sich auf neue Zeiten einstellen müssen. Das ist ähnlich so wie bei uns, wie Vinylfreunden. Und demnächst, ja, vielleicht manchmal schnell sein muss, bevor es vergriffen ist und dann die Preise durch die Decke gehen. Ja, so sieht es aus mit den Tonträgern. Es wird, wie es absehbar war, teurer, noch schwieriger. Wenn man auch manchmal liest, manche Bands sagen, ja, guck mal, unser Album war schon längst im Kasten, aber Vinyl-Vorlaufzeit 12 Monate und man wollte es dann auch nicht sofort veröffentlichen, man will dann vielleicht auch gleichzeitig die Veröffentlichung betouren, das wird alles schwierig. Vom Timing her. Ja, das wollte ich kurz vorab loswerden. Also, 16 Ausgaben, 16 Platten zu besprechen aus dem Bereich Hard und Heavy, was so die letzten Monate veröffentlicht wurde. Das sind ja alles auch aktuelle Veröffentlichungen. Naja, fangen wir mit einer Ausnahme an. Aktuelle Veröffentlichungen, Wiederveröffentlichungen. Jetzt war das hier Jazz Sabbath. Mein lieber Freund geschenkt. Wie der Name schon nahelegt. Black Sabbath Coverversionen im Jazz
gewandt. Wobei dieser Jazz, ist ja also nicht so der Jazz-Spezialist, dieser Jazz, der entspannteren Variante. Ne? Also ist jetzt nicht ganz so ein Upfront irgendwie nerviges Gefrickel, sondern es ist relativ entspannt zu hören. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin eigentlich kein Freund davon, bekannte Rock oder so Klassiker dann in so einem anderen Gewand einfach runterzuledern. Bestenfalls hier diese Bossa Nova-Dinger, die dann so alles mögliche ist, Smells Like Teen Spirit oder Enter Sandman und so, dann in so einem Bossa Nova-Kleid und Klemmen, und das ist dann cool und so. Ist eigentlich nicht so meins, aber das hier finde ich sehr gelungen. Einmal A, wegen der Song-Auswahl, das sind jetzt auch nicht immer gleich die dann zuerst irgendwie in den Sinn kommen, wenn man an Black Sabbath denkt, sondern das sind einfach ein paar andere Songs mal dann dabei. Evil Woman zum Beispiel, Hand of Doom, Fairies Wear Boots sind jetzt so Sachen, wo man vielleicht nicht immer gleich dran denkt. Fred Salad, Children of the Grave, Changes, Iron Man. So, das ist die vollständige Tracklist. Und das ist schön gemacht, finde ich. Auch klingt, die Pressung klingt toll. Ist eine 2020er niederländische Pressung. Und dann, ja, hinten ein bisschen witzige Liner Notes. Ne? Sie tun also im Prinzip so, als wären sie die echten Black Sabbath. Ne? Formed in 68, Jazz Sabbath were considered by many to be at the forefront of the new jazz movement coming out of England at the time. The eagerly awaited debut album scheduled for release Friday. Ja, Freitag der 13. Heute ist auch Freitag der 13. übrigens. Freitag der 13. 1970 was destined never to be released till now. Also wir haben es jetzt mit einem 68er Debütalbum zu tun. Schönes Ding, witzig gemacht. Einfach schwarzes Vinyl. Mal eben zeigen. Ne? Also wer mal so ein bisschen alternativ was Self-mäßiges hören möchte, das ist eine gute Landung, kann man gut machen. Also die Falltiefe ist hoch oder die Fallhöhe ist tief, wie sagt man das? Bei sowas kann richtig ins Auge gehen. Ich finde das hier sehr gelungen und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Fühlt sich fast an wie so ein Bootleg übrigens. Relativ dünn und auch so die Verpackung, ne? Aber ich glaube, es ist ein offizielles Release, kann man irgendwas bei Discogs bestellen. Hier, King Dude. Das Album Death. So, US-Amerikaner, wir reden hier vom Bereich, ja, also Rezensionen, sprechen meist von so Nick Cave, Wolven Hand und so weiter. Ja, kann man sagen, also so ein bisschen Kroner oder wie sagt man das, ne? Und ruhigere Musik. Bisschen düster, bisschen gothic und so, bisschen modern auch dann instrumentalisiert, auch mal ein bisschen was mit Elektronik dabei, habe ich so in Erinnerung. Das ist jetzt die deutsche 2022er Pressung. Ist ein Solokünstler, soll sein letztes Album unter diesem Namen King Dude sein. Deswegen eben Death, also beerdigt er da dieses mal Projekt, und das ist alles sehr geschmackvoll gemacht. So ein Inner Card hier. Weißes Vinyl. Klingt gut. Achso, und wo es immer um diese Vergleiche geht, Nick Cave, ja und so. Wer mir sehr oft dabei fehlt, wenn es darum geht, ist eben Mick Harvey, der bei den Bad Seeds lange mit Nick Cave mitgewirkt hat. Ja auch ausgestiegen ist, ich glaube nach dieser mit Avatar Blues, kann das sein, und den ich toll finde und wo ich auch finde, also auch was er solo so gemacht hat, ruhig mal reinhören, Mick Harvey, und ich finde sowieso, seitdem der bei den Seeds raus ist, spätestens da kann man eigentlich alles an den Nagel hängen, was das Nick Cave noch so macht, vor allem das mit dem Geiger, mit dem Bart, ist auch nicht so meins, so, naja, egal, das ist am Rande, jetzt haben wir nochmal diesen Inleger nochmal als Poster, kann man machen.
Aber das ist auch ganz schön. Hier so ausgeschnitten. Ja, dann haben wir bedrucktes, also die Hülle, das Gatefold von innen nochmal bedruckt. Damit selbst wenn hier die Karte nicht drin liegt, wir dann auch ein Bild sehen können. Aber gut, wenn ich es reinlege, sieht es genauso aus wahrscheinlich, außer ich nehme jetzt das hier. So, dann sieht es halt so aus. Schön gemacht, innen auch nochmal so ein bisschen beklebt. Hier ist wahrscheinlich in der Kamera jetzt nicht so gut zu sehen. Nochmal Death. So in Hochglanz aufklebern und hinten daneben die Tracklist. Ja, das ist schön gemacht. Gut, die Motive wiederholen sich hier beim Einleger und Poster. Hätte man natürlich beim Poster doch was anderes noch machen können, aber ist das jetzt. Ja, mal auf hohem Niveau. Auch witzig, dieser Einleger dann nochmal. Aber dann auf der Rückseite mit Werbung des guten alten Labels Van Records. Ja, kann ich auch so reinlegen dann, ne? Achso, ach ja, das ist glaube ich auch gleich der Download-Code, ne? Wie war das noch? Habe ich das richtig? Ja, ja, genau. Ah, wo habe ich das hier reingehalten? Egal. Habt ihr nicht gesehen, ne? Stimmt. Ist auch egal. Muss ich jetzt schnell noch runterladen, bevor ich das hier versende, ne? Das Video. So. King Dude Death. Nummer 3 der heutigen Liste. Wukan. Habe ich ja gerade schon mal darüber gesprochen. Letztes Studioalbum aus 22. Ja, wirklich ein Highlight für mich in dieses Jahr 22. Tolle Sängerin. Ich bin sonst kein Freund der Querflöte. Mit Jazz Total kannst du mich jagen. Aber ich finde, hier passt es. So, und jetzt haben die also nochmal hinterher ein Live-Album rausgehauen. Das allerdings schon 21 aufgenommen wurde, Radiokonzert, 10. September 21 in Isernhagen, Deutschlandfunk. Und schon Stücke des dann eigentlich erst noch folgenden Albums, des letzten Albums, auch schon beinhaltet, eben aber auch ältere Sachen. Und ich liebe ja Radiokonzerte, ich hatte ja schon mal hier ein Video gemacht zu diesen ganzen BBC Radiosendungen und da reiht sich das ein bisschen mit ein, auch wenn wir hier über Deutschlandfunk reden. Tolles Live-Studio-Konzert, man hört auch ein bisschen Publikum dabei, aber der Raum muss bevor mit Equipment gestanden haben. Man hört man sehr oft, ja, kennt ihr das? Die Snare oder was ist das? Also wenn der Bass ein bisschen brummt und so, dass dann da am Schlagzeug gleich ein bisschen was vibriert, hört man öfters. Also es ist irgendwie so ein wirklich tolles Live-Feeling in einer sehr guten Klangqualität und ich finde auch preislich, das ist irgendwie gut gemacht. Wir reden hier über 28 Euro ungefähr kostet die Doppel-LP. Das ist heute nicht mehr ganz selbstverständlich. Dafür ist die Aufmachung jetzt ja sehr reduziert, aber was soll man da auch groß machen? Ist halt nur ein Radiokonzert. Ne? Wir haben das Cover, da fehlt die Frontfrau. Wir haben noch die drei Mucker dabei. So sieht es von hinten aus. Ganz einfach gehalten. Aber das ist in Ordnung, finde ich, wenn man dafür auch den Preis deutlich noch unter 30 Euro für ein Doppelalbum anbieten kann. Und wie gesagt, klingt gut. Richtig schön. Habe ich gestern bekommen und gleich durchgehört. Die Innenhüllen sind beschichtet. Das finde ich auch ausreichend inzwischen. Klar, ich kann mir da auch mein Butterbrotpapier noch da oder wo Tüte besser gesagt noch mit da reinlegen, aber das finde ich jetzt ja nicht nötig. Ich finde diese Beschichtungen wie aus den 80ern, doch, why not? Ja? So, das ist dann also relativ dünn gehalten. Einfach relativ dünne Hülle. Ist in Ordnung. Für 27 Euro, 28 Euro. Und macht Spaß, das Album. Es ist leicht überdreht, das ganze Live. Ne? Also sie singt ja sehr schon ein bisschen überdreht und dann auch noch zwischendurch die ganze Zeit die Flöte und dann wieder Gesang. Also, aber ich finde das geil. Hatte ich das gesagt? Die kommen aus Dresden, ne? 23er Veröffentlichung. So, jetzt Spell. Kanadische Band. Aber die Veröffentlichung auf Bad Omen aus England, 22 erschienen. Tragic Magic heißt das Album. Ich finde es geil.
Anhörtipp vielleicht, ich glaube, das war das dieses Hades Embrace, glaube ich, oder Fever Dream, eins von den beiden. Das dritte oder das vierte ist geil. Was ich so ein bisschen verwunderlich fand, ist, dass also Bad Omen Records, aber wir finden hier auch noch Metal Blade drauf. Aber nur hier. Ob die sonst den US-Vertrieb anscheinend übernommen haben. Ja, aber es ist eigentlich Bad Omen, dieses sehr krude UK-Label. Und da kann ich eigentlich Satans Satyrs und so krude Bands da. Wie bin ich auf die überhaupt gestoßen? Ich glaube, am Anfang war das Uncle Acid and the Dead Beats oder so vor einigen Jahren. Naja, jedenfalls ist dieses Bad Omen-Label, kann ich relativ blind kaufen, aber das ist alles so ein bisschen krude, verschroben, ein bisschen nerdy. Aber wir reden jetzt hier über ja, irgendwie, wie so viele, ein bisschen Vintage, Proto, Hard Rock, mit so ein bisschen was, wie soll ich sagen, düsterem dabei, aber in der, hatte ich ja schon gezeigt, ja. Download Code auch dabei. In der guten Variante. Natürlich, der Markt ist voll damit. Mein Regal auch. Aber das sticht vielleicht so ein bisschen heraus. Ich finde es toll gemacht. Auch geschmackssicher. Hier, das finde ich halt so geil, das Bad Omen Label. Ja. Klingt auch gut. So, was haben wir denn hier auf dem High? Also, Atmosphere of the Arcane. Das nennt man Black Goat's Blätter. Menü. Jawohl. Talas. US-Band gab es schon in den 70er, 80ern. Dann lange Pause. Und dann kam 22 dieses sehr coole Album raus. Auch auf Metal Blade. Erschienen. Ich finde das Cover, also allein dafür konnte ich das schon kaufen. Schade, dass es kein Gatefold ist, aber na gut, das ist jetzt eine Kleinigkeit. Ne? Aber das Cover ist doch schon mal geil. Mit diesem Melorian oder wie heißt das Auto? Von Zurück in die Zukunft müsste das sein. Ich habe mal so ein Auto, dieses Zurück in die Zukunft Auto mal auf der Autobahn gesehen. Ist ja eine Schrottkarre, wie die aussieht. Also. Gott, oh Gott. Ja, so ist das manchmal mit Kultsachen. Ne? Eigentlich Schwachsinn, aber. So. Gibt es ja auch von Lego, ne? Auch super teuer der Bausatz. Ich glaube 200 Euro ne, für dieses Auto. Und dann gibt es auch noch Beleuchtungsbausätze dazu. Jawohl. Naja, also Talas. So, worüber reden wir? Oh, US Hard Rock, würde ich mal sagen. In der guten Version. Sehr variantenreich. Mal so ein bisschen auch tanzbar sogar. Geht verschiedenste Bereiche des Hard Rock, würde ich mal sagen, werden hier so abgearbeitet. Kann man vielleicht auch sagen, ist eigentlich ein bisschen ziellos. Da fehlt vielleicht so ein bisschen der rote Faden auf dem Album, aber ich finde es gut, weil es so abwechslungsreich ist. Man denkt auch vielleicht manchmal ein bisschen an Night Flight Orchestra, so und. Also macht Spaß. Irgendwie macht das Album aber Spaß. Wird jetzt vielleicht nicht. Der Klassiker werden, aber ich finde es geil und Impressung, wie man von Night Metal Blade gewohnt ist, klingt auch fein. Metal Blade wie immer mit gefütterten Innenhüllen und dem Logo drauf, auch das finde ich toll. So, und dann haben wir das in dieser Cola-Flaschengrün oder wie nennen die das hier? Farbe? Ne, Pale Green Marbled Vinyl. Es gab auch, ich glaube, es gibt auch Coke Bottle Green oder so, ne? Gab es auch mal. Ja, limitiert hier 104 von 300. Ja, und. Also, schönes Ding. Ist dann auch, ich glaube, wann hatte ich die? September, Oktober, kurz nach der letzten Sendung kamen die dann an. Aber auch die, glaube ich, hat ein bisschen länger gebraucht, bis die von der angekündigten Veröffentlichung dann tatsächlich auch rauskamen. Ja, gibt es sonst was zu sagen? Nein, dann die sechste jetzt hier. Sonja, Load Arriver. Debütalbum für viele 22, vielleicht auch der Newcomer des Jahres. Wir reden hier, was soll man sagen? Also Onto Others werden manchmal genannt als Referenz. Passt vielleicht so ein bisschen. Es ist so ein bisschen
Gothic-Rock, würde ich mal sagen, auch angehauchter Hardrock, Proto-Rock. Einfach mal reinhören. Weitere Hintergründe kann man alles lesen und so wollte ich jetzt hier nicht groß ausbreiten. Zu Sonja. Beziehungsweise Melissa Moore ist hier Frontmann, Frontfrau. Tolles Ding, schönes Album. Ich habe jetzt hier in Schwarz. Ich meine, hier gibt es auch farbig. Muss das unbedingt sein. Erschienen auf, was hatten wir denn? Ja genau, Cruz del Sur, auch ein tolles Label. Kann man auch vieles blind, oder ich kann da relativ viel blind kaufen. Naja, gut, das bin ich ein bisschen übertrieben. Es geht jetzt auch sehr viel in Richtung Proto-Epic-Hardrock und so. Das ist auch irgendwann fast ohne Boden. Aber ich finde das ein tolles Label. Das bin ich schon lange begleitet. Und die Sonja, ruhig mal reinhören. Schönes Album. Ja, und dann hier so ein Witz. Das ist Witz, kann man auch nicht sagen. Die Journey. So. Journey war für mich persönlich eine Art Newcomer letztes Jahr. Einfach natürlich keine Newcomer-Band, weil es die schon aus den frühen 70ern, glaube ich, gibt. Aber ich habe die letztes Jahr erst 2022 für mich richtig entdeckt. Und ja, aber natürlich kein Newcomer in dem Sinne. So, und dann haben die also noch im Dezember dieses Album rausgehauen, live at Lollapalooza. Dreifach LP, das ist sehr engagiert, für also leicht über 40 Euro, finde ich. Konnte nichts von sagen, ne? Meine Oma hat gesagt. So. Und also vollständige Playlist, das ist alles fein und so. Kein groß, nichts an irgendwie Artwork, ist in Ordnung, finde ich, wenn man dafür den Preis so hält für drei LPs. Ja, aber dann, die ist nur als Miss Press gelistet. Weil einfach die nicht zentral, die Rillen nicht zentral laufen, sondern die Nadel eiert einfach so ein bisschen hier über die Platte. Und ich glaube wirklich über alle sechs Seiten. Das ist italienisches Presswerk hier angegeben. Und auch das Label auf Italienisch hier beschriftet. Aber ist kein Bootleg, kommt irgendwie auch aus dem regulären Laden. Ne? Ist ein bisschen komische Veröffentlichung, klingt jetzt auch nicht so geil, muss ich sagen. Kann aber auch an dem Original liegen einfach, das kenne ich nicht. Also das Konzert, wie es aufgenommen wurde, das muss nicht am Vinyl liegen. Ich kenne jetzt die DVD und CD nicht, die sind ja auch gleichzeitig erschienen. Ob einfach die Aufnahme auch nicht so geil ist, ne? Das kann gut sein. Kommt eigentlich, ist es der Band nicht ganz würdig, würde ich sagen. Gut gesagt, würde ich sagen. Und mehr was für Komplettisten. Muss nicht sein. Also dann, wenn Live-Album von Journey, dann das erste Live-Album. Das ist so um die 80er herum erschienen. Damit dann mal einsteigen. So. Jo. Cobra Spell. 22 ist also dieses Vinyl erschienen. Eine niederländische Band. Ist eine EP, hat die auch einen Namen, ja, Anthems of the Night. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Also, ich habe die Band, ich glaube, das war April 22, nicht gesehen. Ich war auf einem Konzert, da war Evil Invaders und so weiter, habe ich schon mal von erzählt. Da war die als erste Vorband angesetzt. Aber die spielten schon zum Einlass. Die spielten früher als angegeben. Dann, als ich reinkam, dann waren die schon fertig und fertig und standen zum Teil an ihrem Merch und im Publikum dann auch über das ganze Konzert über die nächsten Bands. So, dann hatte ich dann mal gefragt, ja, habt ihr denn hier diese EP jetzt auch schon auf Vinyl? Und dann, nee, kannst du vorbestellen auf dem Webshop, auf deren Seite. Habe ich dann auch gemacht. Ja, hat dann ungefähr ein halbes Jahr gedauert. So ist das dann halt, bis die dann endlich rauskam. Und wir reden hier, ich meine, man sieht es schon, worum es geht. New Wave of British Heavy Metal in der klassischen Version so ein bisschen. Das ist es ein bisschen drüber, weiß ich nicht, kann man. Aber es ist halt ernst gemeint, es ist jetzt nicht albern. Wir reden jetzt hier nicht über Steel Panther oder so, sondern die meinen das ernst. So. Und das ist ziemlich geil.
Schön gemacht. Und ja, als das Konzert stattfand, da war der Sänger schon weg. Stattdessen eine Sängerin haben die jetzt. Ich glaube, die ist auch immer noch dabei. Die war auch auf dem Konzert dann da. Alles ein bisschen verwirrend, aber Cobra Spell im Auge behalten. Die kommen bestimmt bald wieder in eure Nachbarschaft. Riot City, kanadische Band wieder. Zweites Album. Ja, auch New Wave of British Heavy Metal Style, würde ich mal so sagen. Viel mit Faust in die Luft und viel mit Gitarrensalven und so. Ja. Ich habe die schwarze Version. Griechische Pressung. No Remorse Records. Schönes Ding. Also die Band hat da in der Szene wohl relativ für Aufruhr gesorgt. Nicht nur mit dem zweiten Album hier, sondern vor allem auch mit ihrem Debütalbum. Und auch hier das Cover. Ja, da weiß man schon, worum es geht. Schöne Sache. Riot City. Wer es noch nicht kennt, einhören. Ich hatte gar nicht gesagt, wonach ich das hier geordnet habe. Ich habe es eigentlich gar nicht so richtig geordnet, aber so ein bisschen der Härte nach. Kommt jetzt viel zu spät, die Nachricht, aber egal. Jetzt wisst ihr Bescheid. Weiter geht's. Blind Illusions. Niederländische Pressung 22, US Thrash, ein Comeback-Album. Die gibt es schon irgendwie aus den 80ern, Bay Area, Thrash Band. Und ja gut, dann kam hier dieses Comeback-Album, wurde so ein bisschen unterschiedlich rezensiert. Mir gefällt es, ein bisschen räudig, so soll es sein. Auch der Sound ist sicherlich zwiespältig, ein bisschen basisch, kann man sagen. Ne? Mir gefällt. Ich brauche das nicht so fein geschliffen. Schöne Sache hier in weiß. So, dann haben wir da. Achso, da haben wir einen Einleger drin. So, darum geht's. Genau. So. Ja, jetzt, ne? Okay, ihr könnt auch weiterspulen, wenn ihr das scheiße findet. Beast in Black. Ich kannte die vorher nicht. Ich war im Dezember hier in Düsseldorf bei Nightwish. Schönes Konzert. Hier in der Eishockey-Dome da. Eishockey-Halle. Ein bisschen kleiner, deutlich kleiner als unsere Merkur-Arena. Und ja, schön, schön irgendwie. Dann auch wieder, übrigens, was ich bemerkenswert finde, ist auch in Oberhausen so. Die Ränge alles offen, da steht keiner mehr und guckt nach den Karten und so. Das heißt im Prinzip eine bisschen freie Platzwahl, auch wenn die Plätze eigentlich zugewiesen sind. Das ist wahrscheinlich Personalmangel. Das, ja, da konnten wir einfach mal so ein bisschen mal hier, mal da, so ein bisschen rumlaufen, gucken, wo es sich am besten anhört. So waren wir am Ende hinterm Mischer, aber ganz unten auf dem Rang. Und naja, diese Band jedenfalls, Vorband von Nightwish, ich kannte sie nicht. Und irgendwie, ja, was soll man jetzt davon halten, ne? Und so. Das ist natürlich auch alles ein bisschen drüber. Wir reden hier über so Power Metal. EU Power Metal oder was. Ne? Eigentlich nicht ganz so meins. Aber in diesem Fall irgendwie live wusste es zu überzeugen. Und ja, irgendwie auch diese Synthesizer-Einsätze und so weiter. Ich finde, das passt irgendwie. Ne? Das hat so einen leichten Futuristik-Synthwave oder vielleicht auch Ghost in the Shell-Style, so ein bisschen auch die Videos und so. Ja. Alles drüber, ist klar, alles drüber. Finnische Band, aber irgendwie live. Ich fand es irgendwie ganz geil. Dann habe ich gedacht, komm, gehst mal zum Merch. Guck's mal rein. Guck's mal nach. Ne? Ja, tatsächlich. Die hatten das aktuelle Album, sogar noch ältere, alle dabei. Habe ich das schon gezeigt? Ja. Und dachte, komm, nimm's mal mit. Ne? Und ja, bin ich bereut. Macht irgendwie Spaß. Ich habe hier die rote. Doppelalbum, Gatefold, alles geschmackvoll gemacht, habe ich schon gesagt, finnische Band, ja. Klar, die könnten auch hier beim European Song Contest, ja. Klar, da könnten die auch mal mitmachen, so diese Richtung ist das, also, höre ich auch nicht jeden Tag, aber irgendwie mal ganz geil. So, jetzt geht es langsam Richtung Death Metal. Enchantment.
Tyrants of Doom. Kommt aus Deutschland, ich glaube aus Niedersachsen habe ich gelesen, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ist ja, ist halt die Death Metal. Enchantment habe ich gesagt. Achso, Moment, dann habe ich das jetzt. Nee, nee, egal. So, Slaughter Day reden wir jetzt hier drüber. Slaughter Day aus Deutschland. Enchantment kommt gleich. Wir reden hier über auch das Death Metal Brett in Richtung von so Grave, würde ich sagen, die Richtung S-Fix mit leichtem Doom-Einschlag, aber vor allem Death Metal. Ne? Und zwar so richtig das volle voll ins Met, muss man sagen. Und ich finde es ganz sympathisch, haben wir jetzt hier mal so eine Art Bier-Logo oder was soll das sein, Aufkleber dabei. Wieso eine Menge Gimmicks noch hier? Ja, also schönes Fan-Poster. Ich weiß noch nicht genau, wo ich mir das hinhängen soll, die beiden Jungs. Überlege ich noch. Wer hat hier einen Tipp? So, schön, auch schöne Farbe. Klingt gut, klingt satt. Und wie gesagt, voll ins Met. Was anderes fällt mir da auch nicht so ein. Death Metal, also auch die Stimme geil. Passt. Also macht mir Spaß. So, den tue ich mal wieder rein. So, genau, dann kommt Enchantment, auch Death Metal, aber ein bisschen experimenteller. Wir haben hier neben den Growls, haben wir hier eine Erzählerstimme, möchte ich mal so sagen, als Sänger. Ich weiß nicht, ob es derselbe ist oder ein zweiter Sänger. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht so genau nachgeschaut. Und auch eben Death Metal erstmal. Wir haben dann Doom, wir haben ein bisschen mehr auch Anspielungen sozusagen auf Paradise Lost, so die Zeit. Ja, hier hieß es noch mit As I Die und so die Zeit, ne? Mensch, ey, nicht die Icon, die andere. Na, egal. Also, jedenfalls so. Frühere Paradise Lost, aber eben nicht gerade die allererste, ne? Als Anspielung würde ich auch so ein bisschen sagen. Diese Band, Enchantment, kommt aus England. 22 erschienen. Das Album heißt Cold Soul Embrace. Schön gemacht, mir gefällt dieses Pub-Club-Cover in diesem rauen Karton. Keine Fingerabdrücke drauf, finde ich immer schön. Auch hier der Einleger so gestaltet, das ist schön gemacht. Klingt auch fett. Auch hier voll ins Met. Ja, diese Farbgestaltung muss jetzt für mich nicht unbedingt sein, aber war halt so. Enchantment. Finde ich gut. Die hat sich also auch, ja, relativ viel. Die lief relativ viel. So, jetzt eine Reissue. 22 erschienen, die Reissue. Originales Album 2001, Dimmuborgir. Aus Norwegen. Auch Black, ja, was ist auch? Jetzt gehen wir in Richtung Black Metal. Dimmuborgir damals, für die echten Black Metaller war das ja wohl eher nur der Pop. Und der Ausverkauf des Black Metals und so weiter. Aber ich fand, also für mich war das damals der Zugang für lange Zeit und ich kannte auch andere Black Metal-Alben nicht. Ich kannte nur Cradle of Filth und Dimmuborgir und in meinem Umkreis hat sonst keiner das irgendwie sowieso keiner gehört. Enthroned Darkness, die war 97, das Album, das Durchbruchalbum, wer es nicht kennt, reinhören. Ich hatte das Glück, dass ich mir die damals, ich glaube, es war im Anschluss an Eindhoven, Dynamo-Konzert, ich glaube, da haben die gespielt. Irgendwie habe ich die mal live gesehen, meine ich. Und dann dadurch kennengelernt und dann habe ich mir dieses Album geholt. Damals noch sogar auf Vinyl. Bin ich jetzt sehr glücklich drüber. Eine frühe Nuclear Blast Pressung ist das, glaube ich. Und Bielefeld damals gewohnt bei Wien. Ja, Wien Records gibt es dann lange nicht. Lange schon nicht mehr. Naja, das war so mein Einstieg in Dimmuborgir. Dann bin ich auch relativ schnell, das Folgealbum hatte ich auf CD und dann war ich da so ein bisschen raus. Und ja, dieses dann wiederentdeckt durch diese Wiederveröffentlichung, die ein anderes Cover-Artwork hat als das Original. Da ist ein Engel drauf, irgendwie, der so ein bisschen zerfetzt ist mit Brüsten und so weiter. Mal gucken, ob das hier jetzt gleich noch kommt. So, das ist jedenfalls dann, die heißt, achso, allgemein gesagt, ne? Puritanical Euphoric Misanthropia.
So, vielleicht haben wir ja nochmal das ursprüngliche Artwork als. Nein, haben wir hier noch nicht als Poster. So, ist jedenfalls Dimmu Borgir in ausgereifter Form. Also, das ist ganz geil. Achso, ja gut, jetzt habe ich ja irgendwie hier Bandfoto. Ich weiß nicht, wieso ist das Originalcover nicht mehr dabei? Selbst in dieser Box nicht. Ist inzwischen auch die Reissue als einfache Doppel-LP erschienen. Zu Beginn hatten die nur, meine ich, die Reissue-Box im Angebot in Rot. Schön. Nuclear Blast Red Vanille. So, ein dickes Booklet dabei. Auch alles gut gemacht. Aber wie gesagt, also ich vermisse eigentlich so ein bisschen das originale Artwork. Eigentlich nicht so schlimm. Schön gemacht. Ja, so und so weiter. Ne? Das ist gut gemacht. So, und das hier ist ganz geil. Dann eben die Zugabe der Box. Dann eben einfach LP im Gatefold mit Demo-Sessions aus 2000. Auch in Rot. Und die ist geil. Also die ist ein bisschen rauer eben als dieser doch sehr geschliffene Studio-Sound und steht den Songs sehr gut. Also ja, geht vielleicht so ein bisschen zurück in die Death-Metal-Ursprünge. Und das ist auch schön gemacht, auch hier mit diesen Glanzfolien Klebern versehen. Hinten auch, glänzt schön und so. Das ist viel, geschmackvoll gemacht. Und dann war es jetzt, glaube ich, auch gar nicht mal so teuer für die Box. Ich glaube, wir reden da irgendwie um die 50. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Aber so gelungene Ausgabe. Und ja. Oft sind ja so die Demos und so weiter für mich eher Sachen, hört man sich dann doch nicht mehr an. Ne? Hier denke ich, doch, Chance, dass es auch mal wieder auf dem Plattenteller landet, weil es halt so schön rau klingt, ich finde, und gut klingt trotzdem. Kaffee ist jetzt alle, dann bin ich hier auch bald am Ende. Nummer 15, Dark Throne, Astral Fortress. Allein das Cover, ich finde es toll. Andere im Black Metal finden es vielleicht nicht so toll, ja, weil es irgendwie ein bisschen lustiges Cover ist. Ja. Ja, jemand mit einem Dark Throne Backpatch auf dem Eis. So. Ist auch gar nicht mehr so Black Metal-lastig. Ich meine, wer sich für Black Metal und so interessiert, der kennt die Band und der weiß das auch alles und so. Hintergründe, groß viel zu sagen. Ist jedenfalls, wir reden mehr auch über Proto-Metal, ein bisschen doomig und so ist das Ganze. Bei mir ist sie sehr viel gelaufen jetzt. Im Dezember ist sie, glaube ich, rausgekommen. War das? Oder November, Dezember? Jetzt geht es zum Jahresende hin. Genau passend zum Winter und nächste Woche wird es wieder kalt. Dann kommt die auch sicherlich wieder auf den Plattenteller. Tolles Teil, ruhig mal reinhören. Ganz witzig aus Fenris. Also hier einen der Musiker selber auf dem Hype-Sticker zu zitieren, das ist auch mal geil. Also nein, das beweist Humor. Was sagt er denn? On Steady Course, Away from All Trends, Fenris. Ja. Auf Peaceville erschienen. Muss man erstmal bringen. So, und zuletzt. Imha Tarikat. Eine deutsche Death Metal, ja Band kann man eigentlich nicht sagen, ein Mann-Projekt. Der sich dann nochmal einen Drummer dazu geholt hat, glaube ich, für dieses Album. Auch Black Metal und dann nach hinten raus wird es dann aber so ein bisschen, ja, Post irgendwas und so. Ich muss ein bisschen an Tribulation denken, manchmal nach hinten raus, aber am Anfang erstmal das übliche, man sagen, der übliche, wie soll ich das ausdrücken? Also, Raserei, ja, danach habe ich gesagt, die übliche Raserei. Natürlich, jedes Black Metal Album muss erstmal richtig rasend beginnen. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Bin jetzt ja nicht so der Black Metal Spezialist. Aber meistens ist es doch so. Erstmal Härte und dann mal gucken. Ne? Und so hier auch.
Ist geil, sehr atmosphärisch. Und witzig finde ich halt hier, das ist supported by Initiative Musik GmbH, Project Funds from the Federal Government Commission for Culture and Media. Also gefördert das Ganze. Finde ich auch interessant. Neustart Kultur. Das steht da also ganz unten drauf, alles. Ne? Schön gemacht. Als Gatefold. So, hier mit einem Einleger halte ich nur richtig rum. Ja, ne? Also hier ja. Rückseite, das ist schwer zu erkennen. Rückseite vielleicht dann aber doch. Rückseite muss so rum. Ah ne, die auch muss so. Ja, die muss auch. Hatte ich gerade falsch. Okay, so, jetzt haben wir es. Ne? Schwarz. Klingt auch fett. Klingt satt. Richtig gutes Black Metal Album. So, das war mal ein kleiner Abriss hier über Hardrock und Metal der letzten zwei, drei Monate. Liebe Hardrockenden, Metal-bängenden Richterinnen und Richter des hohen teuflischen 666 Vinylgerichts. Ich hoffe, euch hat mein kleines Plädoyer für den Metal und für den Hardrock gefallen. Ich wünsche euch eine gute, sehr gute, feine Zeit und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, euch hier bald wiederzusehen. Euer Plattenanwalt Simon.